So, hallo Leute, ich habe hier mal gerade heute Blacklight installiert. Ich habe inzwischen noch ein bisschen gezockt. Das Spiel ist inzwischen aus der Beta raus und ich finde es eigentlich ganz cool. Wir haben hier oben das Social Menü. Ich mach's mal auf. Da habe ich mein Profil drin, meine Titel. Oh, ich kann ja meinen Titel benutzen. Cool. Ja. Die Pockets. Warten to the Core kann ich zum Beispiel equippen. Cool. Oder ich muss mal einen Beta-Test. Ich habe ja schon die Beta davon gespielt und fand es eigentlich ganz cool. Ich kann hier ein Emblem bauen, so ein bisschen wie man es vielleicht auch von COD kennt. Ich kann meine Hintergrundfarbe, glaube ich, ein bisschen anpassen. Ah, das sieht doch cool aus. Machen wir hier noch die Farbe anders. So, und dann kann man hier mal nichts machen. So. Und das Emblem. Also ich habe ja auch schon mein Inventory, da sind so die freigeschalteten Sachen, die ich momentan habe. Das ist relativ viel. Das bekommt man, ja, die bekommt man dann so mit Level-Ups und sowas. Bisschen Beta-Zeug ist dabei, nicht viel. Und irgendwelche Notes, mit denen ich noch nicht weiß, was ich damit. Ah. Aha. Aha. Die kann ich irgendwie noch craften sozusagen. Ja, ist egal, mache ich jetzt erstmal wieder zu. So, das Emblem, was ich gerade gemacht habe, das findet sich hier auf dem Ärmel wieder. Und das ist sozusagen ein bisschen die Individualisierung. Dieser komische hier goldene Totenkopf, den ich da auf der Schulter habe, den. Hier, ich gehe auf Customization. Equipment. Den da. Hier, das da. Das habe ich durch die Beta. Golden Beta Head. Das andere hier, das bekommt man irgendwie freigeschaltet. Ich verstanden, warum. Oder wofür. Ah, hier steht's. 1000 Kills bis Hardsuit. 10.000 Melee Kills. 10.000 Melee Kills? Ich hab grad mal einen. Ja. Also der Beta-Helm, ne? Participating Closed Beta. So. Customization, ja, das ist glaube ich schon ein bisschen erklärt worden in anderen Videos. Da werde ich vielleicht auch noch eins verlinken. Ich habe momentan hier eine Combat Rifle. Sprich Einzelschuss mit einem erhöhten Visier und schon ein bisschen besseren Grip und so. Das ist ganz cool. Macht die meisten Gegner ziemlich schnell Platz. Muzzle, habe ich hier irgendwas Besonderes dran? Ich mache bloß, was ich habe. Blöd, habe ich nichts. Okay. Ja, Pistole habe ich noch und ich spiele einfach mal. Ich würde sagen, Team Deathmatch, oder? Quick Join will ich nicht machen. Mal hier, da, Team Deathmatch. Das ist schon ein bisschen fortgeschritten. Subjective: Eliminate hostile agents. Ja, das Spiel an sich, Unreal Engine 3. Da läuft auch DirectX 11, was ziemlich cool ist und sieht deswegen auch relativ cool aus. Ich spiele gerade auf maximalen Details, also, ja, besser wissen, ich habe nur das Vertical Sync aus, um die Framerate nicht so begrenzt zu haben. Ich suche gerade da gegen. Au, 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 von hinten. Ja, ich zeige euch gleich noch ein Gadget, wenn ich wieder respawnen darf. Irgendwie ist immer verdammt laut, obwohl ich so minimal Einstellung habe, also minimal Lautstärke-Einstellung. Und zwar, hier habe ich so ein Amphoren-Hack, das sehe ich gegen durch Wände. Kann ich aber nur ganz begrenzt einsetzen, das ist so die rechte Hälfte von meinem Kreis, der da in der Mitte zu sehen ist. Wenn der wieder voll ist, kann ich das wieder benutzen. Das ist sozusagen Energielimit. So, und ich bin ja eigentlich ein bisschen besser auf größere Distanzen. Ah, komm her. Also habe ich meinen Vorteil auf so Distanzen. Habe ich auch noch eine Granate? Oh, da sind viele oben. Da will ich eigentlich nicht hoch. Weil dann habe ich ein Problem. Wie man sieht, weil ich habe dann kein Ziel mehr, wo ich drauf schießen kann. Ich brauche ein bisschen größere Entfernung. Im Nahkampf bin ich einfach gnadenlos unterlegen. Ich habe heute Nachmittag irgendwie ein bisschen besser abgeschnitten. Ich mag eigentlich nicht mit meinem Team mitlaufen. Ich hasse sowas bei Shootern, weil ich dann immer den Scheiß von den anderen ankriege, der gar nicht für mich gedacht ist. Deswegen gehe ich hier mal irgendwo. Einfacher. Boah, natürlich. Bam. Sniper.
Ein Schuss und tot. Naja, die feige Sau. Hat schon ein riesen Visier drauf. Also es gibt ein paar, die halt schon irgendwie 6, 7 sind, die haben halt schon das erste Visier sich mal gekauft oder auch mal eine neue Waffe. Die haben natürlich deutliche Vorteile, ich wollte aber eigentlich sparen, dass ich mir eine Waffe permanent kaufen kann. Weil vor allem am Anfang kriegst du jede Menge Waffen, also 2, 3, 4 Tage geschenkt. Da braucht man das nicht. Ja, frisst das. Gibt's immer so lustige. Komm runter. Sterb doch mal. Da will keiner mehr runterkommen. Ey, ey, ey. Toll, gelistet. Habe ich noch eine Pistole, die vielleicht ein bisschen besser hoch im Nahkampf ist. Ja, fuck. Oh, da hat jemand einen Hardshoot. Ist nicht so nett, weil... Oh, schon wieder mit einem Bolt-Action-Rifle, ehrlich. Und es ist, ach man, also jetzt gibt es auch Punkte und Level-Ups und so wie bei COD. Spielen sich total lustig. Irgendwie nachmittags waren wahrscheinlich mehr Noobs unterwegs. Da habe ich deutlich besser abgeschnitten. Professional Killer. Oh je, da hat jemand ein Hardshoot. Das ist so ziemlich die heftigste, wie so ein Panzer, den man hier benutzen kann. Ich muss wahrscheinlich das Scope wieder runternehmen, weil ich damit nicht klarkomme. Komm her. Geht doch, Headshot. Oh oh, ich muss hier weg. Get the fuck out, aber wirklich. Oh, da habe ich echt ein Problem, weil das Ding einfach alles wegrotzt, was in der Nähe ist. Hat zum Glück die Sicht nicht, die ich jetzt gerade habe. Dadurch habe ich einen kleinen Vorteil, dass es zumindest mich nicht kriegt. Aber es ist natürlich trotzdem derbst assi, wenn das Ding rumfährt. Danke. Danke, geht doch. Wow, unter mir war auch noch einer. Aber sieht schon mal besser als vorher. Schon ein bisschen auf was gerissen hier. Ihr seht, das Spiel lebt so ein bisschen von dem von der Sichtruhe, dass man Übersicht behält. Oh, wir haben verloren. 120 Kills ist, glaube ich, Maximum. Ja. GTFO. Da hat doch jemand schon einen Clan. Hm, 4 zu 5. Das ist irgendwie ziemlich scheiße, glaube ich, für mich. Wie die gerade hört, die Mucke ist, oder wie hoffentlich hört, die Mucke ist ziemlich geil. Also schön Dubstep-mäßig, so ein bisschen Science-Fiction, bisschen Science-Fiction-Setting. Ja, hier kriege ich Game Points oder irgendwas in der Richtung, aber kann ich Waffen kaufen, wenn ich kein echtes Geld ausgeben will. Achso, was ich mir gar nicht gezeigt habe, hier gibt es dann noch solche. Dann gibt es keine wirklichen Killstreak, aber es gibt so Pointstreak. Hier kann man sich dann Sachen kaufen für Game. Für Points, zum Beispiel ein Leben wieder auffüllen. Ja, und dann ist man immer erschossen bei der Aktion. Und andere Sachen. Da halt zum Beispiel auch diesen Riesenroboter, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Also, das ist ganz cool gemacht. Sozusagen die Killstreak, aber es sind keine so extrem übermächtig, dass man jetzt sagen muss, das ist völlig daneben. Also ich finde eigentlich das Balancing auch ganz okay, deswegen, das wollte ich noch kurz sagen. Ansonsten habe ich unten hier meinen Kontostand oder Zen, da habe ich, ach, muss ich auf die Website, mit Zen ist sozusagen die Echtgeldwährung, mit der ich dann Sachen bezahlen kann.
die ich nicht sozusagen mehr irgendwie erspielen will. Ich kann immer hier in das Social Menü gehen. Ah, das funktioniert wohl noch nicht. Data Lost. Okay. Dann halt nicht. Machen wir hier zu und beginn Game. So, irgendwie haben wir jetzt so ein bisschen wenig Gegner. Oh, die Map kenne ich noch gar nicht. Also die haben auch in der Close Beta ein paar Maps reingenommen, die wir noch nicht alle kennen sollten. Snipt jemand? Das ist doch gefundenes Fressen für mich, wenn ich ein Visier kriege. Ja, der hat es natürlich benutzt. Also sie benutzen es genauso, deswegen Wallhack ist hier, weiß nicht, sinnlos ist vielleicht falsch gesagt, aber deutlich weniger mächtig als in jedem anderen Shooter. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass die auch weniger Wallhacks benutzen. Weil die Map ist echt für Sniper ja wie prädestiniert hier mit diesen riesen. Bewegt sich nicht, schade. Ist natürlich noch cool gewesen, wenn sich sowas bewegt. Geht auf alle darüber, okay. Der GTFO ist jetzt für uns. Ach, die Lags, ehrlich. Bei mir läuft er noch weiter. Das war mal ein heftiges Lag, ey. Läuft bei mir weiter und dann. Oh, Papa Noah, mein alter. Also mein Nickname hier Noah. Meine YouTube-Leute, die mich da ein bisschen beobachten, wissen das auch, dass ich nur noch Noah drin habe. Das kommt daher, dass ich früher mal überall Noah als Name hatte. Wie kommt man denn hier? Es gibt hier echt Ecken von Maps, wo man mir nicht klar ist, wie man da hinkommt. Läuft direkt am Gegner vorbei, das ist auch super. Hallo, ich bin hoch. Oh, nee. Ach, fick. Heavy Assault Rifle, der ist schon ein ganzes Stück weiter. Mann. Also, wie gesagt, ich bin ja auch schon ein bisschen höher im Rang, aber das ist einfach. Okay, hat einer gesehen. Hallo. Sanko steht da oben. Okay, der hat mich beobachtet. Oh, hier geht's ja runter. Geht's ja wieder hoch. Boah, einer von unten. Ach, Mann. Wie gesagt, ich reiß hier gerade irgendwie gar nichts mehr. Heute Nachmittag geht's besser. Kommt vielleicht vom Quatschen. Also ich kann das Spiel auf jeden Fall jedem nur wärmstens empfehlen, wenn man ein bisschen anderen Shooter haben will. Er ist free to play. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen schneller vorankommen wollt, braucht ihr ein bisschen Geld. Müsst ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber ich glaube, das ist dann auch so im 15-Euro-Bereich günstiger als League of Legends, meiner Meinung nach. Wo sind denn die? Hinter der Wand, na super. Wie komme ich hinter die Wand? Bumm, das hat heftig getroffen.
sitzen bleiben. Aber der hat auch gut getroffen. Ich habe noch 36 Leben. Mal ein bisschen umbringen? Nö, wir haben hier gerade verdammt wenig Gegner. Und während ich nachlade, kann ich nichts machen. Seid ihr? Das ist mir jetzt echt unglaublich riesig. Ja, und dann kommt. Den Moment, ich guck die ganze Zeit dahin, ey. Das ist so. Ich krieg mich jedes Mal bei irgendwelchen Schultern auf. Ich guck die ganze Zeit in die Richtung und dann, wenn ich weggucke, BAM! Boah, kann ich mich so aufregen. Es sind einfach zu wenig Gegner hier. Ich brauch ein bisschen mehr Action, damit ich hier sozusagen im Ziel bleibe. Ist immer noch da. Boah, wieder von hinten. Boah, ich hab nochmal getroffen, ey. Ach, ficken, ey, ehrlich. Ach verdammt, der ist nicht hochgegangen. Wow, hab ich nicht ins Ziel bekommen. Zeigt's an. Oder hat's gerade angezeigt? Da ist noch ein einzelner. So viel einfacher als mir hier die ganze Meute auf dem Holz zu jagen. Komm ich denn da hoch? Dreck! Ah, das ist meine Sprintenergie verbraucht gewesen. Wie komm ich denn da hoch? Ja. Suchen wir mal hier. Ah, der ist AFK. Na, nicht mein Problem. Das war ein Messerkill. Wie man sieht, Messer sind nicht sofort tötend. Ah, ich hoffe, er hat mich nicht bemerkt. No high threat, warum? Ja, natürlich! Ich drehe mich auch mal plötzlich um. Ey, ehrlich, der regt mich auf, der Loic. Das sind bestimmt Leute, die noch einen zweiten Account-Error gemacht haben, um dann eine Runde schön zu ownen. Achso, ich kann auch hier einen Nahkampf machen, ne? Aber macht wahrscheinlich weniger Schaden und kann nicht so schnell vor allen Dingen machen. Nicht nochmal, mein Bester. Nicht nochmal.
Also wenn ich 10.000 Messerkills holen muss, dann muss ich halt ein bisschen, ne, Messer farmen. Warum die jetzt alle hier AFK sind, verstehe ich aber nicht. Hat jetzt keine mehr Lust hier mitzuspielen oder was? Wenn mir egal, dann gehe ich jetzt rum und messe die alle einen nach dem anderen. Ey, komm mal nicht wieder raus, ey, das ist so schrecklich. Schade. Da hat mir jemand den Kill weggeholt. Sitzt dort oben in der Ecke. Hol den doch. Ach, das ist nur ein weiter. Lol. Ja, dann kommt einer von hinten. Oh, da stand doch gerade einer hinter mir. Das ist doch schrecklich. Also ehrlich, im Team Deathmatch kann so knicken. Ist einfach Babs weg. Kann sich nicht mal ganz entspannt mit einem anlegen, weil kommt immer einer von irgendwo von der Seite. Vor allem hier auf so einer riesig freien Netz. Und dann stellen sie so hin, dass sie mir die Kills klauen wollen oder was? Jetzt habe ich meinen Winkel geklaut. Low Egg. Er ist nicht mehr da? Okay, dann ist er eigentlich so drüben. Ah, Suppression gibt's hier nicht. Ich frage mich mal, wenn ich Suppression jetzt bekomme. Low Egg, komm vor. Level 7. Hat nicht mal seinen Tech geändert, sein Aussehen da. Auf der Map brauchst du entweder wirklich einen richtigen Sniper oder eine Variante, die dir ein bisschen mehr Allround-Qualität gibt. Das war ein bisschen heftig, die Entfernung. Na, den sehe ich nicht mehr. Wie ein Revolver. Wer hat sich denn da schon einen Revolver gekauft? Ich weiß nicht, die Zweitwaffe würde ich erst ganz, ganz spät kaufen. Und so lang, ewig lang kann eigentlich noch keiner gespielt haben, der hier dabei ist. Weil es eigentlich schon versucht, die Level ungefähr gleich zu lassen. Aber wir sind schön im Gewinnen, das ist top. Jetzt gegen das Team die Hälfte AFK war, ne? Ist das wohl nicht so schwierig? Ja, ein zweiter hin, hier war noch ein zweiter. Pff, wieder weg. Ja, wow. Ja, da hab ich nur einen geholt. Ja, Team ist bei unserem Match. Papa Noah, ich bin dritter Platz. Schön. Ja, man kann auch die lustigen Gesten machen, die kann man sich auch kaufen. Ja, 31,5, okay, da hätte ich auch nicht mehr mitgespielt, das ist assi. Da
hatte dann alles weggeräumt. So, jetzt kommt die Auswertung. Ich denke, ihr habt mal einen Eindruck gewonnen, wie weit ich jetzt momentan bin und was ich immer so bekomme. Ja, ich würde sagen, bis bald und habt Spaß. Holt euch das Spiel auf jeden Fall. Ich hätte echt Bock drauf und ich würde gerne, dass es viel, viel mehr Leute spielen. Weil die haben es echt verdient. Die haben richtig geile Arbeit abgeliefert. Bis bald und abonnieren ihr Lappen. Nein, Quatsch. Das glaube ich nicht. Aber wäre trotzdem schön, wenn ihr abonniert und liked. Bis bald.